Harry. Was ist denn da los? Hallo? Hallo? Ja, hallo? Herr hallo? Hofer? Ja. Was ist los? Ich bin jetzt bei Ihnen am Hof. Ja, ich komm rüber. Gut, bis dann. Tschüss. Jo, bis dann. Tschüss. Ja, bei Ihnen ist auch zu viel los. Hallo? Hallo? Alter, ach, das tutet bei mir. Moment, ich muss mal gerade zum Traktor. Da tutet's. Jo. Hallo? Ja, ich bin's. Ja, wer ist denn ich? Herr Cordes. Und ich wäre jetzt bei Ihnen am Hof. Ach, das ist ja gut. Haben Sie auch einen Anhänger? Ja. Da kommt auch gleich noch einer, der das dann abholt. Okay, ja, dann passt's doch. Ich lasse erstmal bei Ihnen im Silo. Ja, können Sie machen. Jo. Gut, bis dann. Tschüss. Oh, schöner Ladewagen. So. Ja, passt dazu, ha? Ja. Gut, 54.000 Liter hätte ich gerade da. 54.000 Liter? Ja. Okay, dann rechne ich das. Wie rechnet man das jetzt, gell? Ups. Also 64.000. 54. 54.000 mal 25 haben wir gesagt. Ja. Ja, dann. Ja, das ist 1000 Liter. Du musst 1000 Liter rechnen. 54 mal 25. Ja. Plus Steuer, oder? Also wären das dann 1350. Ja, 1350 ist Normalpreis. Ja. Plus 135 Euro Steuer. Weil ich muss ja Steuer zahlen. Okay. Weiß also, ich Ihnen. 1500. Dann führe ich die Steuer gleich ab. Ah, nicht hier. So. Was hast du denn jetzt geschickt? 1700 hast du geschickt, okay. Jo. Ja, Moment, Telefon. Hallo? Ja, hallo, Herr Varuna. Haben Sie die Nummer vom Herr Hofer oder vom Herrn Schneider? Der Herr Hofer steht vor mir. Ich reiche sie gerade mal weiter. Bitte schön, Harry, hallo. Für dich. Ja, hallo? So, Herr Hofer. Ja? Stellen Sie sich freiwillig oder müssen wir... Hey, was habe ich jetzt getan? Sind Sie eben vom Händler geflüchtet? Das ist der Franz Schneider, nicht ich. Darum sagen alle Zeugen, dass sie da auch mit drin waren. Was? Ja, ich habe jetzt alle Zeugen vernommen und sie sagen, dass sie mit dabei waren. Ja, aber ich habe nichts gemacht. Passen Sie auf, ich schreibe jetzt erstmal mit hin, weil Sie sind Tatverdächtiger. Ja, und von und was? Wo befinden von... Und von was? Von... Nicht. Von der Sachbeschädigung, die da passiert ist. Ja, aber da bin ich nicht gefahren. Dennoch Fahrerflucht. Wo befinden Sie sich gerade? Ich nehme an, bei Una auf dem Hof, oder? Nee, bei meinem Hof. Okay, gut, dann werde ich mal zu Ihnen kommen. Jo. Was? Also könnt ihr mir nochmal den Herr Varuna geben? Ja, Herr Varuna? Jo. Hier haben Sie den. Hallo, ich hätte noch eine Frage zu Ihrer Wahl. Ja. Wollen Sie sich auch für die Polizei einsetzen? Da wartet der Herr Schneider, ich muss jetzt erstmal umdrehen. Gut, tschüss. Tschüss. Ja, soll ich auch noch Polizist werden? Das wird ein... Ja. Den Händler. Ja, rettet mal Xerion. Ab noch. Warst du ja, warst du, kehr um. Bald geht. Ah, da geht's schon mal. Ja. Ich,
Ich hau Pferde mit Nata. Nata, reich dich zum Blender. So, Verona. Stress bei euch, oder wie? Ja, jetzt, keine Ahnung, jetzt fährt er mit meinem Xerion noch zum Händler hoch. Okay, ich hatte noch eine andere Frage. Ja. Ich habe da so einen Tipp gekriegt, dass bei der Steuer irgendwas schiefgelaufen sei. Oder dass da manche die Steuern hinterziehen. Hä? Ja, jetzt wollte ich einfach mal sicher gehen und fragen, wie viel Steuer du für deine Felder gezahlt hast. Ich habe bezahlt 300 irgendetwas. Wie viel? 350.000 oder sowas. Okay. Und was waren deine Felder? Was war da der Preis? Feld 135 und Feld 57. Okay, kannst du mir gerade mal sagen, was die zusammen kosten? Also das Feld 135 kostet 548.000. Moment, ich mache mal gerade einen Taschenrechner auf. Ja. 548, sagst du? Ja. Und ja. Feld 57, 262. 262. Jo. Okay, das heißt, fällig wären 81.000 Steuern. Ja. Und 81.000 Prämie für den Verkäufer. Und wie viel hast du gezahlt? 350? Ja, über 350. Okay, könnten Sie da mal in den Unterlagen irgendwie nachgucken, ob Sie das noch korrigieren? Moment. Ja, ich glaube, ich habe das dann zurück. Also haben Sie wieder eine Gutschrift gekriegt, oder was? Ja, ich kann gucken. Wie hoch war denn die Gutschrift? Alles neue. Also sonstiges. Also ich habe 264.000 wieder zurückbekommen. Verkauft haben sie nichts. 220.000 habe ich zurückbekommen. Okay, wenn wir 350 minus 220 wären 130.000. Und 130.000, das Geld haben sie direkt an den RaceX gezahlt, oder wie? Ja. Und der hat dann die Steuer abgeführt. Also es hat aber schon ein bisschen mehr gekostet wie 350.000. Ich glaube 370.000 oder so. Also nicht genau 350. Okay, dann gehen wir mal von 370 aus. 220 haben sie zurückbekommen. Dann sind wir bei 150 und 81.000 hätten sie zahlen müssen. Wenn man den Gewinn vom RaceX noch abzieht, dann passt's. Okay, dann frage ich mal beim RaceX nach, wie viel der an Steuern... Jo. Abgeführt hat. Okay, gut, danke für die Auskunft. Tschüss. Tschüss. Gott, Schmerzensgeld, Hans, das kommt schon an. RaceX. Nein. Hallo? Okay, hallo. Den anderen Charakter, deswegen habe ich jetzt der Peter. Hast du gerade Zeit? Ja, ich gehe mal kurz weg hier. Jo. Schönen Tag Ihnen noch. Genau. Gute Besserung. Ich wollte gerade mal nachfragen, wie viel Steuer du beim Harry verlangt hast. Beim Harry? Mhm. Da hat man als erstes mal einen Taschenrechner gesponnen. Ja, das hast du vorhin ja mal, glaube ich, erwähnt. Genau, das hatte ich hier an der Kneipe gesagt. Mhm. So, da hatte ich dann noch 222.000 zurücküberwiesen, weil die waren zu viel. Das waren 88.000. 88 hätte er zahlen müssen, oder was? Genau. Also das heißt, du hast 88.000 an die Gemeinde abgeführt. Genau. Ich habe da noch ein bisschen mehr rüber getan, wegen der Fehlbuchung. Okay. Zur Gemeinde. Ich habe, glaube ich, dann um die 90.000 oder so. Okay. Ja gut, dann passt's ja. Okay. Okay, gut. Noch was? Nee, das war's erstmal. Okay. Du, okay. Passt. Tschüss. Ciao. Mist. Mist. Schade, schade, schade. Schade, dass er das... Voller.
dass er das gemerkt hat. So. Aber dann fahre ich jetzt mal noch zum Neumann Mist. Och nee. Der Anhänger ist so doof, da ist die Kollision nicht richtig. Du kannst bei dem Anhänger zwischendrin ist keine Kollision verbaut. Deshalb verfängt er sich ab und zu in irgendwelchen Sachen. Dann fahre ich halt doch außen rum. Dann fahre ich mal kurz zum LU rüber und frage mal bei denen nach. Was die noch ansteuern jetzt halt haben, die haben ja auch schon Landkäufe getätigt. Haben wir ja so ein bisschen auf Steuerfahndung. Ups, da war ich ein bisschen schnell. Jetzt ist der Wurm drin. Ey, das gibt's doch nicht. Das ist wieder die Kollision von einem doofen Anhänger. Muss mal gucken, dass ich das wahrscheinlich, also wenn ich es hinkriege, dass ich das irgendwie fixen kann, dass da die Kolli komplett ist. Weil das ist ein bisschen nervig. Richter wollte irgendwas. Hallo? Hallo? Ja, der Bus wäre dann jetzt wieder sauber gemacht. Okay, haben Sie das auch schon eingeladen und mitgenommen oder noch nicht? Ja, der Marlon Neumann ist gerade dabei. Ah, der ist bei mir unten. Ja, er ist jetzt wieder auf dem Weg zum LU. Okay, können Sie. Können Sie mir sagen, wie der gefahren ist? Meinen Sie das jetzt? Also welche Strecke? Das kann ich Ihnen jetzt gar nicht sagen. Ich habe Ihnen gar nicht gesprochen. Okay, ich rufe ihn gleich mal an. Jo. Gut, tschö. Ja. Hallo. Hallo, hier ist Herr Neumann. Hallo, Herr Neumann. Ich wollte. Moment. Hey. Was wollte ich denn jetzt fragen? Moment. Ja, genau. Sie haben doch Felder gekauft, oder? Genau. Okay, wissen Sie noch, wie viel Steuer Sie gezahlt haben? 10%. 10% ist aber eine schwammige Aussage. 10% von wie viel? Und wie viel war 10%? Das können das Sie, zwar, Sie können nicht einfach auf der Steuererklärung 10% angeben. Und nee, dann den Wert reinschreiben. Das habe ich auch nicht auf meinen Steuerbescheid. Das ist aber schlecht, das muss da draufstehen. Nachher sind Sie dran wegen Steuerhinterziehung. Obwohl Sie gar nichts wussten. Weil irgendeiner die Steuer falsch berechnet hat, vielleicht. Verstehen Sie, was ich meine? Ja. Hallo? Hinter Berger bleibt kurz stehen. Hallo, Marlon. Ja, warte, ich bin noch am Telefonat.
Jo, kannst du mal nachgucken und mir das dann mitteilen? Ja. Okay. Gut, bis dann. Tschö. Bis. Warte mal. Ich habe gerade den RaceX im Funk gehört. Das soll mich mal nachher anrufen. Hast gehört, RaceX? Jo. Und tschüss. So, damit es nicht auffällt, werde ich jetzt natürlich auch dem RaceX die Frage stellen. Dann machen wir so eine kleine komplette Steuerprüfung von allen. Also ich weiß, dass er bei mir die Steuer richtig berechnet hat, weil ich habe ja mit drauf geachtet, dass es richtig ist. Das war die 1350 Euro, die waren ganz ordentlich. Ich werde jetzt aber trotzdem nicht nochmal da hochgurken, ich werde das andere Stroh wieder beim Viehhändler verkaufen. Es ist einfach deutlich schneller verdientes Geld, wie 10 Minuten durch die Gegend fahren.